Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 14. September 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Krebs, fühlt sich auch wohl in diesem Tierkreiszeichen, weil das ist ihr eigenes Zuhause. Es nähert sich zur Verbindung zum Stern Sirius. Sirius, ein ganz hell leuchtender Stern, bringt Glanz und das spüren sie in erster Linie die Krebsgeborenen. Wie trifft diese kosmische Energie im heutigen Tag die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bewegen sich gerade in richtige Richtung. Es ist immer klarer und sie bekommen Anerkennung. Sie bringen etwas im Glanz. Vielleicht nicht heute, aber das nähert sich. Die Krebsgeborenen führen gute Gespräche und bekommen auch Hilfe von außen. Wenn sie Themen haben mit Auto oder Sport, es geht um Bewegung, da haben die Krebsgeborenen auch Vorteile, weil sie können gerade etwas bewegen. Bei vielen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema im Augenblick der berufliche Erfolg. Und da haben sie gerade sehr gute Chancen. Sie bringen etwas im Glanz. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema. Liebe, Partnerschaft, zwischenmenschlichen Kontakte, Freundschaften, Bekanntschaften. Und die Löwengeborenen treffen gerade wichtige Entscheidungen. Das bedeutet, dass einige Löwengeborenen beenden eine Freundschaft oder eine Liebe und schauen ihre neue Möglichkeiten an. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen stehen in einer großen Herausforderung. Sie müssen etwas klar und deutlich erkennen, hinter den Kulissen schauen, die Zusammenhänge erkennen oder die Geheimnisse erfahren. Kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen haben ihre Geheimnisse erzählt und das kommt jetzt ins Tageslicht. Eine gewisse Spannung ist spürbar und hier haben die Jungfraugeborenen eine Lernaufgabe. Es kann auch bei vielen Jungfraugeborenen sein, dass Strenge kommt von Vater oder von Chef. Und das ist gerade eine Herausforderung. In anderen Zeiten kommen auch gute Einflüsse, schöne Gespräche oder etwas in Bewegung. Also beiden Seiten erleben gerade die Jungfraugeborenen und sie brauchen gerade die Gleichgewicht, auch das inneren Kraft. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen spüren ihre kreative, künstlerische Art oder sie kaufen etwas Schönes. Es geht um Schönheit, Kreativität. Sie verschönern etwas. Sie haben auch eine gute Zeit in die Liebe, Partnerschaft. Nur die Gefühle kommen ein bisschen durcheinander. Aber das beruhigt sich in den Tagen. Hier in dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich eine neue Aufnahme gemacht habe über Kunst und Kreativität und erkläre ich, wo befindet sich dieses Energiefeld. Die Waagengeborenen sollen aber noch abwarten, bis in die kommenden Tagen ein besserer Zeitpunkt ist, etwas Neues zu beginnen. Die Waagengeborenen ist wichtig, die Selbstdarstellung, die Kunst, Kreativität und Liebe, Partnerschaft, aber auch die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt etwas im Fluss und sie haben gerade ein gutes Gefühl dabei. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Wo sie Einschränkungen haben, das ist die Liebe, Partnerschaft.
Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben gerade Hindernisse und auch eine Lernaufgabe. Sie verlieren gerade die Orientierung und es wirkt auf dem Schützengeborenen als Unsicherheit und Zweifel. Und genau diesen Gefühlen sollen die Schützengeborenen überwinden und daran liegt die Lernaufgabe. Wo die Schützengeborenen Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und sie sollen die Gespräche meiden, weil das kann zu Missverständnissen führen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborene sollen ihren Gefühlen achten. Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen, im Gleichgewicht bleiben. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. In der Liebe, Partnerschaft fühlen sich die Steinbockgeborenen momentan noch etwas unsicher oder sind noch Unklarheiten da. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Aber die Wassermanngeborenen sollen das auch bewusst sein, auf anderen zuzugehen, Gefühlen zeigen, Interesse zeigen, Kontakte pflegen, weil sie brauchen gerade die Brücke auf anderen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommen gerade etwas im Fluss. Sie nehmen ihre Umwelt wahr, ganz feinfühlig. Und sie erleben, der andere sind nervös oder hektisch oder haben Unklarheiten. Und die Fischengeborenen können gerade auf anderen zugehen, anderen helfen, weil die Fischengeborenen haben gerade Klarheit, Orientierung. Wichtig ist, dass sie intuitiv handeln und auf ihren Gefühlen vertrauen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist Spannung und Nervosität im heutigen Tag. In den kommenden Tagen verbessert sich das aber, wo die Wiedergeborenen Glück haben und das ist auch ein wichtiges Thema, gerade die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Und kommt auch etwas im Fluss, etwas kommt in Form. Und da fühlen die Stiergeborenen diese Stabilität, wo sie eine Art Wandlung brauchen, das ist Thema Liebe, Partnerschaft, etwas zu verändern, verbessern oder abwarten. Bei Tierkreiszeichen Zwillinge ist wichtiges Thema die beruflichen Erfolg. Aber nicht nur das, sondern auch die Zuhause, die Familie. Sie brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur, Erfolg und Anerkennung. In die Liebe haben auch Glück gerade die Zwillingsgeborenen, wo Einschränkungen sind. Das sind die Gespräche, die Kommunikation, die Termin oder ein Vertrag. Entweder sind da noch Missverständnisse da oder das lässt sich noch warten. Diese kosmische Energie beeinflusst unserem Leben und wirkt auf den einzelnen Tierkreis ein anderes, aber das können wir auch persönlich machen, maßgeschnitten. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.